willkommen zu unserem neuen Video. Wir hatten quasi Schlafen mit Aussicht. Und ja. Jetzt seht ihr noch so das ganz normale Rumgewusel, was noch so läuft. Ja, ja, tu nur so entspannt. Die Frisur sitzt halt einmal. Die Frisur sitzt noch nicht. Meine schon. Ja, wo geht's hin? Erzähl ja, was. Wir fahren jetzt Richtung Marmolade auf und kämpfen es da mal durch. Und schon noch. Ja, bei euch munter. Und werden uns da ein bisschen um umstravanzen in der Gegend. Mhm. Also, bleibt gespannt, was euch dann wirklich erwartet. Genau. Weil es geht ja nicht ganz rauf. Nein, oder? Ganz rauf geht es natürlich nicht. Naja, war irgendwie möglich. Wahrscheinlich, wenn ein Gletscher oben ist, weil es vergletschert, macht mit dem Radl wenig Sinn. Soweit wie es geht, probieren wir es halt aus. Und. Du bist schon drauf. Bin ich oben. Und hoffen wir das Beste. Und so schaut es hier aus. Da schaut schon der Talboden geil aus. Heute geht es echt wieder in Wahnsinnskulisse bergauf. Martin muss natürlich wieder seinen Willi herzeigen. Schwerer Rucksack. Die Vicky kann sich dafür auch schon so herzeigen. Hier durch den Tunnel durch kann man sich vor wie auf dem Weg zur Hölle, obwohl es bergauf geht. Und plötzlich diese Aussicht. Hinten schauen wir dann schon aufs Marmolada-Massiv. Und hier oben ist wieder ruhig. Riesenkontraste eigentlich. So, kleiner Rundumschwenk. Hier der Stausee. Auf jeden Fall mächtig und echt geile Farbe. Passend zu Vickys neuem Sport-BH. Ja. Nicht gesponsert, aber leider geil. Den hätte ich auch gern. Dann hier eben das Marmolada-Massiv. Mega eindrucksvoll. Und dann, wenn man hier noch rüber schwenkt, sieht man auf die Rückseite vom Schlerngebirge. Wir steigen gerade ein paar auf. Von der Seite sieht die Staumauer auch echt beeindruckend aus. Richtig hübsch. Hier ist auch wieder ein Museum vom Ersten Weltkrieg, 1914 bis 1918. Und schaut euch mal da hinten an, wie das damals ausgeschaut hat. Wahnsinn. Echt krass, oder? 12 Kilometer haben die meisten mal dummgraben da oben. Stellungen baut. Absolut. Hier geht es für uns rauf wie runter. Ich bin echt auch schon gespannt, wie sich es dann nachher fahren lässt. So, da schlängeln wir uns jetzt rauf. Hier sieht es wieder ein bisschen floriger aus. Unten ist es echt ganz schön verblockt, wenn man zum Speichersee hinkommt. Und jetzt geht es eben so ein Stückchen rauf, dann kommen wir zur Hütte und dann geht es auf den Gletscher. Bin echt gespannt. So, jetzt sind wir mal vor Cella, Col del Bus oder wie auch immer das dann heißt. Bus gibt es jedenfalls hier keinen. Oh, wir ausbilden. Gut. Now, up to there. And now, und da sind auch schon wieder Stellungen. Der Martin muss jetzt unseren Plan kundtun und wir machen nochmal einen Ausblick auf den Stausee. Hier wird es doch schon wieder steiler und wir hängen schon wieder ein bisschen drin. So, gleich sind wir zumindest am Rifugio. Sieht schon cool aus hier durch. Und im Hintergrund hört schon das Dieselaggregat von der Hütte. Weil da stehe ich jetzt quasi mehr oder weniger davor. Heute bekommt ihr ganz viel Panorama zu sehen, was einfach so eindrucksvoll ist. Also die Gondel geht nicht. Nicht, dass ihr denkt, wir spinnen. Geil. Und für uns geht es jetzt noch ein Stückchen weiter hier die Treppen rauf. Das hier rauf. Da geht's rauf für uns. Stufe um Stufe. Ja, schon gesagt, Booty Workout Time. Und jetzt stehen wir auch schon da, am Fuße des Marmolada Gletschers. Echt krass. Super eindrucksvoll. So, bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit angebrochen und ich habe diesmal noch was dabei. Ich zeige es euch gleich nochmal von der Nähe, so sieht man es nämlich nicht gescheit.
Was eigentlich auch nicht auf dem Berg gehört, die Vicky wieder mit ihren Karotten, auch sehr geil. Also schon immer ziemlich ausgefallen bei uns. Und ich bin ganz begeistert, wie gut das alles gehalten hat. Ich drehe mal die Kamera. Und zwar habe ich das eigentlich für gestern eingekauft, aber da habe ich es nicht gegessen und deswegen ist es jetzt mit dabei. Hey. Hey. Naja, was soll's, Mahlzeit. Da hinten seht ihr jetzt eben auch die Gondelbahn, die auf die Marmolata rauffährt. Vicky macht sich gerade nochmal die Haare, bevor es bei uns auf den Trail geht. Und da gehen sie alle rauf auf den Gipfel, der ist hier. Aber bei uns geht es ja wieder die andere Seite runter. Da nehme ich euch jetzt auch noch kurz mit. Und das ist jetzt eben das Panorama auf die andere Seite runter, wo wir dann nachher runterfahren werden. Und da unten seht ihr auch nochmal den Speichersee. Und hier schließen wir ab. Diesmal mit dem Martin. Thank you.
Stückchen den See entlang auf der Suche nach einem guten Badeplatz. Schon wieder krass warm hier bei uns. Und ab geht's ins Wasser mit uns. Ja, wartet ja keiner. Hopp, rein mit dir. Nein, ein bisschen. 5-7. Der ist echt geil, der See. Traum. Das war jetzt genau richtig. Boah, kann man nicht stehen? Da auch. Oh, ein Stickkrebs da. Ja, das war jetzt echt mega geil, die perfekte Abfrischung. Nur wieder hochgehen. Es ist schwierig. Ohne Schuhe. Ja. Ohne Schuhe, ja. Mit Schuhen wäre es kein Thema, sag ich mal. Oh. Bisschen Sonne liegen. Und dann vielleicht noch ein Cappuccino irgendwo. Ja. Ich hätte jetzt keinen trinken, ich habe so geschwitzt, der war mir einfach bicken blieb. Ja, der See ist echt auch sehr geil. Und da oben ist ein riesiger Parkplatz gewesen, also wer von euch einmal gern irgendwo steht in der Nacht, da oben ist wirklich Platz, ja. Für dich Ausgangspunkt eher dann zu wandern, weil ab da müssen wir nur dran, aber location-mäßig. So, wir hocken jetzt da beim Café nach dem Schwimmen, jetzt sind wir gut abgefrischt, jetzt haben wir wieder Hunger und Durst. Schaut echt gut aus hier. Also eigentlich schaut es mehr aus wie so ein kleiner Kiosk, aber die Auswahl ist geil. Also die Karte, was da alles gibt. Ja. Es gibt großen Cappuccino und Cappuccino mit Schokostückchen. Und der feste Kölnerin. Stimmt, ja. Ist zumindest sehr nett. Ja. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann hat man einen Blick auf den See. Und direkt hinter dem Café startet dann unser Trail bis zum Stellplatz. Sau geil. Oh, oh. Oh.
Dann will es einer jetzt noch wissen. Vicky und ich haben zu viel Apfelstrudel gegessen. Da geht nichts mehr. Juhu. Vom Bach überschwemmt. Und das, obwohl es heute ja alles sehr trocken war, das habt ihr ja alles gesehen. Also echt verrückt. Und die Stromleitung, ich weiß nicht, wie sehr man das am Video sieht, die ist auch komplett Tonne. Aber ich denke, das war da mal im Winter, wo hier da viel Schnee war. Also gar nicht heuer, sondern letztes Jahr wahrscheinlich sogar schon. Nur eine Vermutung. War kein Trailer, aber echt, wie dumm ist hier raus gerade. Wahnsinn. Geil war's, oder? Mega war das. Wow.
Den Bach runtergewaschen haben wir uns jetzt schon. Und jetzt gibt es noch ein klein wenig technischen Support, und zwar einen Bremsbackenwechsel bei mir hinten. Oh, die sind leer, ja. Und dann geht es zum Pizzaessen, und die soll richtig gut sein, habe ich gehört. Ich war gestern ja nicht dabei, aber die anderen beiden schwärmen wie nochmal was. Und jetzt freue ich mich schon drauf. Da sind wir auch schon, Pizza essen. Endlich. Und der Martin ist zur Feier des Tages. Marmelade. Dieser weiße, wenn die Marmelade auch weiß ist. Spech hat es oben, Schwammerl haben wir gefunden am Wald, stimmt alles zusammen. Naja, bei euch ist es recht grün. Du bist braun. Grün und rot. Das geht aus. In diesem Sinne. Mahlzeit, ciao. Wer weiß, wie gerne ich das Oktoberfest mag, der kann sich jetzt vorstellen, dass hier für mich schon wieder fast Zeit zum Trauern ist, weil heuer gibt es ja keinen. Und so geht's fleißig weiter. Da war jemand wahrscheinlich mindestens so oft auf der Wiesn wie ich. Wir sind jetzt oben am Sellerjoch. Vicky sitzt im Auto. Es ist ungemütlich geworden. Und damit sollten wir das Video für heute auch beenden. Wir stellen gerade um. Aber der Rest geht dann in die Tour für morgen rein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt dran. War richtig cool. Ne? Weitere Videos morgen. Ja. Mädels waren auch brav. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich mache euch noch einen kurzen Schwenk jetzt bei schlechtem Wetter im Moment. Oder schlecht, aber noch nicht mehr ganz gut. Voll kalt! Mal raus, auch wenn das jetzt wieder alle, nicht alle unterstützen werden, aber wir finden das sehr nett. Wir mögen auch die anderen Aufkleber immer gern. Und ja, jetzt sind wir hier. Schnell ins Auto zurück.